Herr Kassberger, wo ist er? Da, direkt vor mir. Ist doch ein bisschen hell hier. Wollen Sie loslegen? Ja, Stefan Kassberger von der Open Knowledge Foundation Österreich. Zum Thema Open Science. Das wird der erste Vortrag sein. Open Science. Sie wissen, es ist im Prinzip der Oberbegriff für Open Data, Open Access und Open Source. Könnte man vielleicht so ganz grob definieren. Und wenn die Folie soweit ist, bin ich still. Los geht's. Okay, bevor ich jetzt dieses selbstmörderische Vorhaben Open Science in 5 Minuten zu erklären, werde zu beginnen, möchte ich mich noch ganz gerne im Namen der Organisatoren und Organisatorinnen bedanken beim FF und bei den Diskussionsteilnehmerinnen für diesen Abend. Und ja, beginne jetzt sozusagen den Open Science Einführungsvortrag in neuer Rekordzeit. Ja, Open Science gibt es 2 Begriffe, die zu klären sind. Das eine ist Open und da muss natürlich Open, da gibt es unterschiedliche Interpretationen davon. Und wir bei der Open Knowledge Foundation, wir haben die Open Definition ausgearbeitet und die ist keine Lizenz oder so, sondern eine Rahmenbedingung und es gibt Lizenzen, die diese Open Definition erfüllen. Und die 3 wichtigen zentralen Regeln sind da diejenigen, Werke, Wissen, Inhalte ist frei, wenn alle es verwenden können, alle es verändern können und alle es weitergeben können. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist eben auch alle, weil es wird immer wieder ganz gerne darüber diskutiert, nicht kommerziell oder kommerziell. Und was viele Leute gar nicht wissen, zum Beispiel die Wikipedia, weil die Umsätze machen, gelten die auch als kommerzielles Unternehmen und die dürfen Wissen, das nicht kommerziell lizenziert ist, nicht verwenden. Ja, und der 2. Begriff ist Science und Wissenschaft ist nicht gleich Science. Da haben wir leider ein kleines Übersetzungsproblem, da eben die Open Science Bewegung ganz stark aus dem britischen und amerikanischen Raum kommt. Wir hier aber den Begriff Wissenschaft eigentlich meinen, wenn wir von Open Science sprechen und Wissenschaft eben ein bisschen mehr bedeutet als Science. Also wir denken eigentlich alle Disziplinen mit, also auch Geistes- und Sozialwissenschaften, sowie aber auch den institutionellen Rahmen, der Wissenschaft ermöglicht, also Universitäten zum Beispiel, Forschungspolitik und eben auch die Lehre von wissenschaftlichen Methoden selbst. Ja, und da gibt es unterschiedliche Prinzipien, die bei offener Wissenschaft angewendet werden und es gibt auch unterschiedliche Begrifflichkeiten, die im Umlauf sind und Peter Krakel, der dann später noch bei Open Data was sagen wird und ich auch ein bisschen, haben eben das auf diese 6 Prinzipien mal jetzt zusammengeschrieben und das erste ist das bekannteste, das wird wahrscheinlich den meisten hier im Raum etwas sagen, Open Access, sprich, dass die finale Publikation unter einem freien Urheberrecht im Idealfall ins Internet gestellt wird. Da ist schon viel gesprochen worden darüber, da gibt es auch schon ziemlich klare Positionen. Das wollen wir heute auch gar nicht so in den Mittelpunkt stellen, sondern eher die neuen Möglichkeiten, wenn man es noch weiter denkt. Da ist eben zum Beispiel der nächste Punkt Open Data. Das heißt, dass Rohdaten, also die man zum Beispiel selber erzeugt oder gesammelt hat, dass auch die online zur Verfügung gestellt werden können. Und eben als drittes dann Open Source. Und Open Source wird wahrscheinlich auch einigen was sagen. Und da geht es auf der einen Seite darum, dass man Open Source Software verwendet in der Forschung, aber auch, dass man selber erzeugten Quellcode, Programme, Scripts auch unter einer freien Lizenz ins Internet stellt. Und die Idee dahinter, zusammen mit Open Data und Open Source, dann hat man die Daten, dann hat man die programmierten Algorithmen, dass eigentlich quantitative Wissenschaft dadurch auch reproduzierbar gemacht werden soll. Also das wäre so ein bisschen die Idee dahinter, dass dann die Ergebnisse eigentlich immer im Idealfall dieselben sein sollten. Ja, dann mein Lieblingspunkt ist Open Methodology, das ist wahrscheinlich auch noch der unbekannteste. Da geht es darum, dass man versucht, den wissenschaftlichen Prozess an sich zu öffnen, von der Recherche hin bis zur finalen Publikation, soweit es relevant ist und praktikabel. Also das kann man natürlich sehr, sehr extrem überformt machen. Und es ist sozusagen im Prinzip so etwas wie ein digitales wissenschaftliches Tagebuch zu führen. Also Bloggen tun zum Beispiel einige in dem Bereich. Ein weiterer sehr heiß diskutierter Punkt ist Open Peer Review, also Qualitätssicherung von wissenschaftlichem Wissen.
da tut sich auch sehr viel und da geht es darum, dass die Qualitätssicherung transparenter, offener und nachvollziehbarer gemacht wird, weil es aktuell doch immer wieder zu einigen sehr ernsthaften Problemen in der Qualitätssicherung kommt. Und das Letzte, weil wir eben auch Wissenschaft sehr weit sehen, ist eben auch Open Educational Resources, also auch Lehrmaterialien und Lernmaterialien an Universitäten, dass auch die frei zur Verfügung gestellt werden können, sodass auch andere Lehrende darauf aufbauen können. Ja, und das ist dann die Prinzipien zusammen sind dann für uns sozusagen Open Science. Es gibt da keine klare Definition, da wird relativ viel einfach gemacht und auch diskutiert dazu. Und dann möchte ich noch drei konkrete Anwendungen, die auch in der Wissenschaft verwendet wurde, zeigen, um ein bisschen eine Idee dazu zu geben, welche Möglichkeiten das unter einem offeneren Umgang mit Wissen ermöglicht sind. Und das erste ist das Polymath Project, das ist 2009 in England gestartet, vom englischen Mathematiker Timothy Ghost. Der ist auch ein sehr, sehr bekannter Kämpfer für Open Access und Träger der Fields Medal, also einer der wichtigsten Mathematiker. Und der hat ein soziales Experiment gestartet und hat auf seinem Blog einige ungelöste, sehr wichtige mathematische Probleme aufgeschrieben und an die wissenschaftliche Community gefragt, ob die nicht mit ihm zusammen, also mit einem kollaborativen, gemeinsamen Zugang, diese Probleme gelöst werden oder ob die Community das mitlösen will. Und bereits nach 7 Wochen ist das erste große Problem gelöst worden und es sind auch jetzt schon 2 Publikationen aus dem Ganzen rausgekommen und es ist eigentlich so ein sehr, sehr bekanntes, aber auch wirklich ein sehr, sehr wichtiger, großer wissenschaftlicher Fortschritt geleistet wurde dadurch. Also ein sehr bekanntes Projekt. Ja. Das zweite ist Open Source Malaria. Das ist gerade an sich, komme ich dann gleich dazu, auch ein sehr, sehr relevantes Thema. Bei Malaria ist das Problem, dass für Pharmakonzerne in die Forschung zu investieren für Malaria ist nicht rentabel ist, weil der Absatzmarkt nicht so wirklich groß ist. Und aus dem Grund hat dann in Sydney eine Forschungsgruppe eben so ein offenes Wiki gestartet, wo alle Leute kommentieren können, wo auch das Ziel davon ist, keine Patente zu erzeugen. Und da geht es darum, dass man eben für die erste klinische Testphase chemische Verbindungen findet, die dann den Malaria-Parasit bekämpfen. Und eben gerade auch in der Ebola, also bei den Ebola-Fällen in Westafrika und Zentralafrika wird eben auch schon überlegt, weil dort auch dasselbe Problem ist, dass das nur vereinzelt auftritt und nur schubweise, gibt es keinen wirklich großen Absatzmarkt und Afrika ist wahrscheinlich auch nicht der Markt, wo am meisten bezahlt wird, dass eben da auch mit offenen Ansätzen versucht werden könnte, dass der Virus, dass es eine Vaccinat gefunden wird dagegen. Ja, und das letzte ist eine wirtschaftliche Anwendung und das ist, also Zoom Square ist ein junges Wiener Startup und die haben eine Immobilien-Suchmaschine gestartet, wo man auf seine eigenen Präferenzen angepasste Immobilien rausbekommt. Das ist eine Online-Plattform mit einer App dahinter und die selber profitieren sehr stark von offenem Wissen. Trage aber auch dazu bei, also die verwenden OpenStreetMap als Grundlage für die Geodaten, verwenden Open Government Data von der Stadt Wien, verwenden hauptsächlich, wenn nicht sogar nur, Open Source Software für ihre Berechnungen und profitieren natürlich auch ganz stark von Open Access, weil natürlich besonders für kleine, junge und auch meistens nicht so kapitalstarke Unternehmen Open Access sehr wichtig ist, weil die teuren Journals und die teuren Publikationen sich zu leisten im Bereich Machine Learning, künstliche Intelligenz sehr, sehr kostenaufwendig ist auf der Dauer und da eben Open Access ein wichtiger Beitrag ist. Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, ich habe ein bisschen einen Einblick geben können und ja, danke.